Hallo zusammen, ich bin der Roman und heute sprechen wir von einem außergewöhnlichen, nachhaltigen Smartphone made in Germany. Nach einem kurzen Intro nehmen wir gemeinsam mit dir das Handy ganz genau unter die Lupe, objektiv und aus der ersten Hand. Also bleib dabei und schreib am Ende von diesem Video, ob dieses neue Smartphone auch was für dich wäre. Denn das, was dieses Smartphone kann, ist teils einmalig auf dem Markt. Immer mehr Menschen achten beim Kauf neuer Elektrogeräte auf die Aspekte Umweltschutz, Rohstoffgewinnung, Produktionsbedingungen und Nachhaltigkeit. Übrigens, es würde mich sehr freuen, wenn du mir verraten würdest, wo du bei diesem Punkt stehst. Auf jeden Fall, das, was vor wenigen Jahren noch eine kleine Nische war, trifft immer mehr den Nerv der Zeit. Es war somit an der Zeit, eine ökologische und ökonomische Alternative zu den gängigen Smartphone-Marken zu bieten. Und deshalb bekommst du jetzt exklusiv bei uns, bei Mobilcom Debitel, das neue Refone, so heißt das Handy, von 4G Systems als eine solche Alternative. Diese Firma hat ihren Sitz in Köln und beschäftigt sich seit schon Jahrzehnten mit Design, Entwicklung, Herstellung und Vertrieb von Hardware- und Softwareprodukten zur kabellosen Datenkommunikation. Aber was ist da so besonders an diesem Smartphone? Das Refone wird in Deutschland gefertigt und nämlich in der Stadt Bocholt und nämlich bei Gigaset. Viele kennen sowohl die stationären Telefone als auch Smartphones dieses Herstellers. Sein Ursprung hat es im Jahr 1941 als einer der Zweitbetriebe von Siemens. Diese Made in Germany Produkte haben weiterhin ein besonderes, exzellentes Alleinstellungsmerkmal, weltbekannt durch beste Produktqualität. So, und jetzt mal zurück zu unserem Handy. Das wird nicht nur in Deutschland gefertigt, das ist auch das erste CO2-neutrale Smartphone. CO2 wird bei der Herstellung eingespart, auch durch den Einsatz lokaler Komponenten. Das restliche CO2 wird vollständig kompensiert. So besteht die abnehmbare Rückseite des Gerätes aus 100% recyceltem Material von der Firma Süßplast aus Nürnberg. Um Plastikmüll zu vermeiden, ist das Refone in einem umweltschonenden Karton aus Graspapier verpackt. Dieser wird in Schleswig-Holstein hergestellt. Außerdem, das Unternehmen setzt dabei auf volle Transparenz und entsprechende Zertifizierungen. Technisch warten mehrere Überraschungen auf uns. Zum ersten, das Telefon hat einen ganz normalen Klinkenanschluss. Hast du noch so einen kabelgebundenen Kopfhörer? Den kannst du hier ganz einfach weiterverwenden. Es ist fast unglaublich, aber mit Hilfe der Radio-App und so einem kabelgebundenen Headset kann man ganz konventionell das Radio hören. Ganz ohne Internet. Zum Zweiten, das hat nicht nur zwei eigenständige SIM-Karten-Slots, sondern auch eine eigenständige SD-Karte-Schnittstelle. Also nicht nur entweder oder, sondern einfach und. Zum Dritten, die Rückseite des Telefons lässt sich ganz einfach öffnen und somit liegt auch dem Akkutausch nichts im Wege. Was mir besonders gut gefällt, das Android ist hier in seiner reinsten Form. Keine Zusatzprogramme, keine Fremdinstallationen, eigentlich nur so schlank, wie es geht. Grundsätzlich, die Nachhaltigkeit geht nicht zu Lasten von Leistung und Ausstattung. Hier muss das Telefon nicht hinter renommierten Markengeräten verstecken. Der 2 GHz Octa-Core-Prozessor, also mit 8 Kernen, sorgt zusammen mit 6 GB Arbeitsspeicher für ausreichend Power.
Das 6,3 Zoll große Display bietet eine Auflösung von 2340 x 1080 Pixel, also Full HD Plus. Die weitere Ausstattung kann sich auch sehen lassen. Bluetooth 5.0, NFC-Technologie für kontaktloses Bezahlen, Fingerprint-Sensor, Gesichtserkennung. Der bereits erwähnte wechselbare Akku mit 4500 mAh ermöglicht bis zu 300 Stunden Standby-Zeit. Es kann dank QI-Unterstützung auch kabellos geladen werden, also auf so einer Ladestation. Bei den Kameras haben wir eine hochwertige Dual-Kamera mit 64 Megapixel Autofokus und 8 Megapixel Weitwinkelkamera sowie einer 16 Megapixel Frontkamera. Softwareseitig stehen uns verschiedene Kameraprogramme zur Auswahl nach Porträt, Panoramaaufnahmen, Zeitlupe und Zeitraffer. Und jetzt kommen wir zum nächsten Punkt. Ein unachtsamer Moment, das Handy fällt auf den Boden und schon ist das Display gesprungen. Das wird bestimmt teuer, nicht jedoch bei Refund. Der Displaytausch kostet pauschal nur 89 Euro, so günstig wie nirgendwo anders. Weitere Pluspunkte, die Bauteile im Smartphone sind verschraubt und nicht verklebt. Somit sind auch andere Reparaturen schnell, unkompliziert und günstig möglich. Und wie sieht es aus mit Updates? Der Hersteller verspricht ein Funktionsupdate auf die neueste Android Version 12 und garantiert, dass Sicherheitsaktualisierungen für einen Zeitraum von 3 Jahren verfügbar sein werden. Das Update-Versprechen ist zusammen mit dem nachhaltigen Konzept und der guten Ausstattung ein sehr gutes Gesamtpaket. Alles in einem ein innovatives und ehrenwertes Konzept. Mit dem Refund stellen wir uns der Verantwortung für nachhaltiges Handeln und setzen uns aktiv mit wichtigsten Produktions- und Entsorgungsthemen auseinander. Während andere noch in der Planungsphase sind, können wir bereits jetzt ein grünes Smartphone liefern und deine eventuelle Nachfrage bedienen. Somit leistest du auch du einen Beitrag zum Umweltschutz. Ich bedanke mich für deine Aufmerksamkeit, freue mich auf deine Fragen und sage bis bald.